Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 8, Vers 36, Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, geben ihr Geld aus, um vom Weg Allahs abzuhalten. Und sie werden es ausgeben. Und dann wird es für sie ein Grund der Traurigkeit sein und dann werden sie überwältigt werden. Es ist ein klarer Koranvers. Das heißt, wir müssen uns nicht darüber wundern, wenn Gelder ausgegeben werden, um die Leute vom Islam wegzubringen. Steht im Koran. Ich habe euch eben gefragt, was die Probleme sind, die ihr seht für die Muslime. Drei Gründe, die genannt wurden, kamen von Nicht-Muslimen, Leute, die sich nicht dem Islam zuschreiben. Und ein Grund war von Heuchlern, also Leute, die sich dem Islam zuschreiben. Ja, es hieß Medien, Islamhasser, Heuchler und bestimmte Politiker. Das ist nichts Neues. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist für uns zu realisieren. Diese Sache ist nichts Neues. Ich habe schon im Jahre 2009 einen Vortrag gemacht, wo ich über Propagandamethoden von Adolf Hitler spreche. Ihr könnt das im Internet nachschauen. Und das ist genau dasselbe wie heute. Vorträge im Jahre 2007, Vorträge im Jahre 2006. Es gibt ein Buch aus dem Jahre 2002, wo schon über die negative Propaganda in den Medien gesprochen wird. Das ist nichts Neues. Warum erwähne ich, dass das nichts Neues ist? Weil die Struktur der Medienhetze sich verändert hat. Medienhetze gab es die ganze Zeit, aber die Struktur der Hetze hat sich verändert. Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr das auch wirklich seht. Es gab die ganzen Jahre über, gab es irgendwelche Ereignisse, die aufgebauscht wurden. Ich habe die groß aufgebaut wurden und aufgeblasen wurden. Ich habe einen Bruder von einem deutschen Magazin, habe ich ihn nachschauen lassen im Archiv von diesem Magazin. Ich sage jetzt den Namen nicht. Wie oft der Islam negativ als Titelblatt vorhanden war vor dem Jahre 2006. Ja? Der hat als Titelblatt, der hat, glaube ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, bis zu 100 Titelblätter gefunden vor dem Jahr 2006. Warum sage ich das? Das müssen wir einfach verstehen, weil es tun einige Leute so, als wenn diese Anti-Islam-Propaganda gestern angefangen hätte. Und das wird unter anderem auch von Muslimen so dargestellt. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Brüder, ich gebe jetzt ein paar Beispiele, um Leute zu erinnern. Im Jahre 1972, die Olympischen Spiele in München. Die Olympischen Spiele in München. Da gab es einen Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft. Da hieß es nachher hier. Arabische Fundamentalisten, Klammern, Muslime. Damals war der Schwerpunkt nicht so sehr auf Islam, der Schwerpunkt war mehr auf Araber. Aber im Unterbewusstsein der Menschen ist das dasselbe in Grün gewesen. Daraufhin wurde die GSG 9 gegründet. Die GSG 9 wurde gegründet gegen Terroranschläge aufgrund dieses Terroranschlags. 5 Jahre später hatte die GSG 9 ihren ersten Einsatz wo? Mogadischu. Flugzeugentführung. Wieder Fundamentalisten, radikale Leute aus islamischen Ländern. Dann kam die iranische Revolution. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das war ein Thema, weil die ganzen Schah-Anhänger, die gar keinen Bock auf Religion hatten, wir sind sowieso gegen diese Akida der Zwölfer-Schia, aber das sind ja Leute, die trotzdem äußerlich den Islam praktizieren, das heißt beten, fasten etc., ne? Zur Moschee gehen. So, und da gab es Leute, die El-Maniun waren, Säkularisten waren, die Schah-Anhänger, das sind die meisten Iraner, die nach Deutschland gekommen sind. Und das war ein Riesenthema. Daraufhin ist ein Buch geschrieben worden, das war damals der Bestseller, das Buch heißt
Nicht ohne meine Tochter. Das Buch hat 40 Auflagen, ist in Dutzende Sprachen übersetzt worden. Dieses Buch wurde sogar verfilmt, nicht ohne meine Tochter. Da geht es darum, dass ein muslimischer Vater mit einer westlichen Frau eine Beziehung hat und dann das Kind klaut und zurück. Und ich weiß sogar noch damals aus meiner Jahiliya-Zeit, was für einen Einfluss dieses Buch hatte. Da haben dann deutsche Mädchen untereinander geredet, oh, du musst aufpassen, wenn du mit einem Ausländer ein Kind hast, ein Araber oder so, könnte sein, da kriegst du nachher ein Kind von dem, dann klaut er dir das Kind und geht in sein Land, dann siehst du dein Kind nie wieder. Das waren alles solche Bilder. Dann gab es Dutzende Anschläge in Kuwait, in Beirut, überall. Dann damals, ich glaube 1996, Anschlag in Ägypten auf die Touristen. Es gab so Flugzeugentführung, Air France in Algier. Das heißt, das war damals, das sind alles 80er, 90er Jahre. Und dann kam ein und jetzt will ich noch was dazu sagen. Das heißt, das ging schon in den 70er Jahren los. In den 80er Jahren ging es weiter und dann kam ein erster Höhepunkt. Was war der erste Höhepunkt? Der erste Höhepunkt war der erste Golfkrieg mit George Bush. Und hier sagen westliche Wissenschaftler, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, brauchte der Westen ein neues Feindbild, um die Ausgaben für die Waffenindustrie zu legitimieren. Wie willst du dem Steuerzahler erzählen, dass du eine Armee brauchst und dass du Waffen brauchst, wenn es keinen Feind gibt? Das heißt, du brauchst einen Feind. Dann kam es zum ersten Golfkrieg. Und da weiß ich noch damals, da waren dann die Führer der arabischen Länder als die gefährlichsten Männer der Welt in den Zeitungen gewesen. Ja, obwohl die ja mit Islam jetzt die meisten zumindest davon nicht viel zu tun hatten. Das heißt, das ging die ganze Zeit los. Und dann kam natürlich der nächste Höhepunkt. Das war der 11. September. Bruder, der 11. September, das war ein Höhepunkt, der unfassbar war. Da ging es tagtäglich nur um diese Themen. Warum? Weil diejenigen, die wahrscheinlich oder angeblich den Anschlag durchgeführt haben, also wie gesagt, es gibt Beweise dafür, Beweise dagegen, da möchte ich jetzt nicht drüber, tiefer drauf eingehen. Aus Hamburg kamen, die hier in Deutschland gelebt haben, das hier in Deutschland geplant haben. Dann ging es weiter, 2002 in Bali, 2003 in Madrid, 2004, 2005, dann gab es die Anschläge in London. Es gab so viele Ereignisse, Anschläge in Djerba damals. Das haben die meisten von euch vergessen, vor allen Dingen viele von euch waren damals noch so jung, dass sie das nicht so mitbekommen haben. Das heißt, es war die ganze Zeit schon so. Dann gab es in Deutschland, dann gab es damals den ersten Karikaturenstreit, Jahre 2005, als die in Dänemark die ersten Mohammed-Karikaturen gezeichnet haben und es dann zu Ausschreitungen in der islamischen Welt kam. Dann 2006 kam es zu einem Ehrenmord in Berlin an einer gewissen kurdischen Frau, die hieß Hatun Cürücü. Das wurde in den Medien groß ausgeschlachtet. Dann kam es dann gab es damals eine Hetze in der Rütli-Schule in Neukölln. Das war im Jahre 2005, oder der Jahre 2006. Das hat die ganze Integrationsdebatte angetrieben. Da hieß es, da haben Lehrer von der Schule an die Senatsverwaltung geschrieben, dass sie keinen Unterricht mehr durchführen können, weil die Kinder ja so gewalttätig und kriminell sind. Und dann ist dann RTL und Co. sind dann dahin gefahren mit den Kameras. Ihr könnt das alles in YouTube eingehen. Gib mal Rüdli-Schule ein, gib mal Ehrenmord ein, Hatun Cürücü ein. Ihr findet diese ganzen Sachen von früher. Und dann müsst ihr euch mal die Kommentare durchlesen. Die Nicht-Muslime dazu schreiben. Dann fing es an, guck mal, da haben sie gesagt, dann ist dann RTL dorthin, diese Schule, Lehrer können nicht mehr unterrichten. 80% der Schüler sind Türken und Araber. Und dann, weißt du, zeigen sie dann so Bilder. Hey, gib dein Handy her, Mann. Hey, die Deutschen. Aber. Siehst, die haben also versucht, den Islam in Verbindung zu bringen. Ist natürlich auch alles wahrscheinlich total dramatisiert. Ja? Ja?
mit der Gewalt, mit der Jugendkriminalität. Dann gab es da noch eine Statistik, wo es hieß, die wurde offiziell rausgebracht, umso religiöser der Muslim ist, die Jugendlichen sind, umso gewalttätiger. Und dann zeigen sie danach, wie dann irgendwie so eine Bande einen Deutschen überfällt und das Handy abnimmt. Verstehst du so? Also sie suggerieren das Bild hier, guck mal, das ist der Islam. Jetzt guck mal heute Pegida. Wenn du die reden hörst, ja, wir wollen nicht, dass das so wird wie in den Großstädten da im Westen. Das geht doch. Ja, du kannst das besser hier, diesen Dialektnamen. Verstehst du? Genau dieses dumme Gesabbel. Hier, ich habe hier mal von Pegida, was will Pegida, habe ich mir mal die Interviews angeguckt. Und ich habe alle Interviews, die bei Panorama NDR nicht ausgestrahlt haben, ich habe mir das alles angeguckt. Ja, so. Dann, guck mal hier. Erste Person kommt nach 337, wird interviewt, da sagt die, ja, 40 Nordafrikaner sind wegen Drogen verhaftet worden. Was hat mit Islam zu tun? Ihr nennt euch patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das erste Argument, was ihr bringt, ja, da sind ja 40 Nordafrikaner wegen Drogen. Was hat mit Islam zu tun? Bruder, auf einmal hat sich die Struktur der Hetze geändert. Was war auf einmal? Auf einmal hieß es nicht mehr Muslime. Bruder, bei Hatun Sürücü, da haben die Medien gesagt, sie kommt aus einer streng muslimisch-kurdischen Familie. Plötzlich heißt es nicht mehr muslimisch. Auf einmal heißt es Salafisten. Aber die anderen Muslime haben ja damit nichts zu tun. Das ist ja nur eine marginale Gruppe und wir dürfen ja nicht alle... Komisch! Achi, 30 Jahre lang bei jedem Schrott, Achi, wenn irgendeine Jugendbande in Bremen von Libanesen oder was weiß ich einen Rentner überfallen hat, da hieß es Muslime. Auf einmal heißt nicht mehr Muslime. Auf einmal heißt es, ja, die meisten Muslime, die sind ja alle friedlich, das sind nur die Salafisten. Warum? Obwohl es bei Salafisten noch nie einen Ehrenmord gab. Obwohl bei den Salafisten keine Frau zum Kopftuch gezwungen worden ist, bei den sogenannten Salafisten wohlgemerkt. Obwohl es bei den Salafisten, da gibt es keine Leute, die irgendjemanden abziehen, bei den sogenannten Salafisten, ja. So, dann nehmen die eine kleine Gruppe von sogenannten Salafisten, die zweimal, eine Schlägerei hatten mit der Polizei, wo einer abgestochen wurde. Und alles andere, dass wir 30 Kundgebungen gemacht haben, wo nie was passiert ist, wo nachher der Einsatzleiter von der Polizei noch gekommen ist und hat gesagt, boah, ich wollte mich bedanken für das gute Benehmen von euch, wo wir jedes Mal gesagt haben, sammelt den Müll auf, das wird nicht erwähnt. Dass die Polizisten vorher schon kamen, haben gesagt, ihr habt einen guten Ruf unter der Polizei, so, das wird nicht erwähnt. Das heißt, ja, plötzlich hat sich die Struktur geändert. Es ist nicht mehr die Islamhetze. Deswegen, wenn jemand erzählt, ihr macht den Islam schlecht, da sagen wir erstmal, in der Ruine kannst du nichts mehr kaputtschlagen. Wir haben schon seit 30 Jahren eine Ruine, so viel Schrott über den Islam erzählt worden, da kannst du nichts mehr kaputt machen. Punkt Nummer zwei, wir können den Islam gar nicht schlecht machen, weil wir gar nicht mit dem Islam in den Medien identifiziert werden. Habt ihr das verstanden? Weil ja jedes Mal heißt es ja, ja, aber das hat nichts mit Islam zu tun. Komischerweise, bei Hatun Sürücü, beim Ehrenmord, da hieß es muslimisch-kurdische Familie. Bei uns heißt es nicht, ja, muslimisch. Das heißt jedes Mal Salafisten, eine kleine Minderheit, die anderen Muslime distanzieren sich. Die haben damit nichts zu tun. Ist das nicht komisch? Warum? Denk mal drüber nach, warum? Denk mal drüber nach. Also, dass die vor den Islam schlecht gemacht haben, zeigt, dass es nicht sein kann, dass sie fair berichten wollen, weil dann hätten die ja vorher auch fair berichtet. 2003, als das Kopftuchverbot ausgesprochen wurde in Baden-Württemberg, da ging es monatelang darum, um das zu begründen und zu legitimieren. Ja, das ist ja ein politisches Zeichen, das ist ja ein politisches Symbol, bla bla bla. Komisch. Wer hat dagegen geredet? Wir übrigens. Deswegen haben wir damals Videos gemacht. Aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, worum geht es hier? Hier geht es nicht mehr darum, den Islam schlecht zu machen. Islam kannst du nicht mehr schlecht machen. Hier geht es darum, die Muslime zu spalten und die Jugend von denen wegzubringen, die Jugend zum Islam ruft. Das ist der Grund. Warum? Weil wir hier, unsere, ich sag jetzt mal, Fraktion, die hat verstanden,
worum es geht. Bruder, hier in Deutschland gehen die Kinder in die Schule und die werden schon ab der 5. Klasse mit der Evolutionstheorie zugepumpt. Die werden schon in der Grundschule mit Atheismus zugepumpt. Bei wem findest du Argumente dafür? In der Moschee? Nein, in der Moschee sagen die, auswendig lernen. Lern mal die Sura auswendig. So, wo finden die Kinder die Antworten darauf? Wo finden die Kinder die Antworten darauf, warum sie beten sollen, warum sie fasten sollen, warum sie auch Kopftuch tragen sollen? Schau es dir an! Schau es dir an bei den sogenannten Hasspredigern. Und deswegen wollen sie die Jugend wegbringen, damit sie mit der Zeit die Religion verändern können. Das ist der Punkt. Die Religion wurden schon oft verändert. Ihr müsst eins wissen. Ismail und Ibrahim a.s., die kamen ungefähr 2000 Jahre vor Christus, waren die in Mekka. An der Jahrtausendwende, das heißt zur Zeit von Jesus, im Jahrhundert von Jesus, war ein Amr ibn Luhay al-Khuzai, der hat den Götzendienst eingeführt. 500 Jahre später standen 360 Götzen um die Kaaba herum. Was heißt das? Das heißt, die Religion wurde verändert von einer Person, die einflussreich war, in einer Zeit, wo die Araber Minderwertigkeitskomplexe hatten, weil der hat die Götze von einem Volk geholt, von den Amalek, die fortgeschrittener waren, wo Unwissenheit verbreitet war, weil 2000 Jahre vorher der letzte Prophet dort gewesen ist. Und wo die Leute geschwiegen haben. Und genauso ist es jetzt. Jetzt bringen sie Leute, die einflussreich sind, die argumentieren können, die Universitäten haben, staatlich geprüfte Islamverfälscher, die haben Einfluss. Die Muslime schweigen, sag lieber nichts, sonst kriege ich Probleme. Ne? Minderwertigkeitskomplexe sowieso, boah, ey, der Westen hat die Kaffeemaschine erfunden. Ne? Und so gibt, und die Unwissenheit ist verbreitet. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir etwas dagegen tun.